Willkommen zum letzten Part der Nuketown Zombies Reihe. Und es ist hier gerade richtig schön am Abgehen. Gerade mit Schlussverkauf. Und wir gucken mal, was wir für die Gale kriegen. Kriegsmaschine? Warum nicht? Ne, jetzt mal im Ernst nochmal versuchen. Vielleicht kriegen wir noch was Besseres. Ich baller die jetzt mal erstmal so ein bisschen in den Himmel. Sniper! Oh, die ist. Punch ist die übel, dann macht die bis Runde 30. Wenn du Doppelfeuer hast, macht die mit einem Schuss Kill. Messer werde ich mir wohl kaum nehmen. Yeah. Erstmal so ein. Wie nennt man einen Fast Quick Scope eigentlich, wenn man es zusammen. Wenn man es zusammen als Wort nimmt, nimmt man das dann Fix Scope oder was? Also mit der Sniper weggefickt. Da habe ich ja heute, haben wir in Englisch schon mal drüber haben wir halt nochmal geredet über Waffengesetze in Amerika. Und da waren so geile Sachen bei. Da habe ich, da ging es um das Thema halt, ob jeder Lehrer in Amerika, um halt, also in den USA jetzt, nicht nur in Amerika, in den USA speziell, dass jeder Lehrer eine Schusswaffe bei sich tragen sollte. Im Falle eines Amoklaufs kann er nämlich dann den Amokläufer einfach, sodass halt nicht so viele Leute deswegen sterben müssen, wegen dem Amoklauf, also falls der stattfindet. Und da habe ich mir so vorgestellt, der Bio-Lehrer, ne, nach den neuen liberalen Waffengesetzen, die dann wieder geschaffen werden für Lehrer, ne, erklärt dann den Schülern so, so Schüler, heute lernen wir, wie man Vögel ganz einfach mit einem Quickscope wegsnipen kann, yeah. Ja, und das war dann auch wieder so eine Lachaktion, aber ich mag's, die Leute zum Lachen zu bringen. Also wenn es jetzt irgendwen geben sollte, der sich über mich lustig macht, das überhaupt gar kein Problem für mich, wenn das jemand macht. Ich rege mich über sowas nicht auf, aber wenn ich mich über was aufrege, ist, wenn es jemand anderes verursacht. Wenn jemand verursacht, dass sich Leute über mich lustig machen und nur wegen diesemjenigen, dann verachte ich den, aber wirklich. Sowas ist einfach für mich, jemand, der sowas macht, ist ein schlechter Mensch, das ist einfach nur so. Seien wir mal ganz ehrlich, wer mag denn Leute, die dafür sorgen, also ihr mögt ja bestimmt auch nicht Leute, die dafür sorgen, dass sich Leute bei euch lustig machen. Und bei manchen Leuten, die haben meinen Respekt absolut verloren dadurch. Naja, ist aber auch egal. Und ich rede hier nicht von Schülern. Aber ist ja auch egal, ihr könnt euch eure Interpretationsmöglichkeiten darauf völlig freilassen. Ich möchte nämlich hier nicht zu viel sagen, weil YouTube ja eine sehr öffentliche Plattform ist und man nicht alles sagen kann. Wir rennen hier übrigens die ganze Zeit schon wieder im Kreis, Mann, ist das langweilig. Also an sich da zu zocken macht das Bock, zu kommentieren macht es eigentlich auch Bock, also ist es eigentlich gar nicht langweilig, aber irgendwie weiß ich nicht, es gibt so ein... Ja, ich weiß nicht, es gibt noch so einen Zusatzfaktor irgendwie so. Ah, ja, immer wieder das Gleiche machen. Repetitive Arbeit und so, ne? Arbeit, die sich immer wiederholt, so alias Affenarbeit. Und manche denken sich jetzt bestimmt, was zockt der mit der Sniper auf Runde 22 und dann auch noch umgepuncht. Tja, Leute, ich bin halt jemand, der kein richtiges Leben führt, was das Zocken angeht. Und das merkt man auch immer wieder. Naja, aber Multiplayer zocke ich wirklich, also das habe ich ja so oft jetzt auch schon wieder gesagt in den letzten Parts und alles. Das zocke ich wirklich nahezu überhaupt nicht, weil es einfach keinen Bock macht. Also ich zocke wirklich nur Zombie-Modus, weil es halt geil ist. Also aus meiner Sicht geil. Es gibt ja da auch unterschiedliche Meinungen. Es gibt ja auch Leute, die meinen, dass Zombie-Modus der letzte Dreck ist. Und diese Leute sind meistens selber der letzte Dreck, weil sie sagen, Call of Duty Black Ops 2 ist ein geiles Spiel, ne? Sie vergessen aber, dass das Spiel ja zu 33,3% aus der Kampagne besteht, zu 33,3% aus dem Multiplayer und zu 33,3% aus dem Zombie-Modus. Und das sind meistens die Leute, die dann nicht mal die Kampagne spielen, auch nicht den Zombie-Modus und 33% des Spiels bewerten. Also ein Drittel. So, da ist noch so ein Krüppel. Und das riecht mich halt immer auf, wenn du ein Drittel vom Spiel nur kennst und dann meinst, bewerten zu müssen. Du kannst nicht sagen, dass das Spiel geil ist, nur weil du den Multiplayer kennst. Du musst dich mit allen Modi auseinandersetzen. Ich bin übrigens gerade etwas gelangweilt, deswegen snipe ich hier gerade ein paar Köpfe von den Nuketown-Puppen weg.
Das ist. Was macht der denn hier? Warum haben wir jetzt hier wieder so eine Gesichtsgrätsche? Das kann ja wohl mal gar nicht sein. Ich will, dass hier alles Ringo, Jingo, Dingo, Bingo, Ingo ist. Genau. Ne, jetzt mal ganz im Ernst, an diese Kette aus Ringo, Jingo, Dingo, Bingo, Ingo Wörtern hätte ich auch noch so viele Wörter, die man noch mit dranhängen könnte, aber es ist einfach mit der Zeit langweilig. Weißt du, da verschieße ich lieber hier vom Raketenwerfer mal ein bisschen Muni. Machen wir das mal. Oder? Hehehe. Ich dachte, ich treffe gerade die ganze Stange, also genau die Stange. Ach, SMR, Alter. Da musst du für jeden Schuss einzeln drücken, das ist. Auch wenn ich das jetzt ziemlich schnell mache, das ist keine durchschießende Waffe. Das ist so eine Dreischusswaffe. Einmal draufdrücken für drei Schuss. Bringt es aber auch irgendwie nicht mehr. Einfach mal random draufballern. Oh yeah, 572 händig. Gibt aber auch noch bessere Waffen. Kriegsmaschine! Yeah! Voll die Killerwaffe, Alter. Übrigens, ich habe mal gehört, es gibt so extrem viele Leute, die sich noch nie getraut haben, die Waffe zu punchen, weil es einfach Verschwendung ist. Und Leute, ganz ehrlich, ich kann euch verstehen, dass ihr die Waffe nicht punchen wollt. Ich baller hier gerade unnütze Waffen leer, die boah, 5-7, Alter. Ja, Mann, das ist meine Lieblingswaffe, mit der zocke ich immer online. Also, wenn ich Multiplayer immer zocke, da kamen mal drei Leute auf mich zu mit Maschinengewehren vom gegnerischen Team bei Team Deathmatch. Die habe ich alle drei mit der 5-7 geholt. So, die punche ich jetzt sogar noch. Boah, Alter, die Waffe ist so geil, einfach nur. Die 5-7. Ultra, Alter, die ist auch ultra. So, jetzt packe ich noch ein anderes Visier drauf, wenn wir es dann irgendwie noch hinkriegen. Irgendwie hat sich da jetzt gar nichts verändert, aber ist ja auch egal. Wenigstens haben wir jetzt eine gepunchte 5-7. Also eine Ultra. Eine Ultra 5-7. Und das Ding, das geht richtig ab. Weil ich drücke mittlerweile schon so schnell, ne? Ich habe mit der Waffe so eine enorme Präzision im Vergleich zu Maschinengewehren. Also, das ist jetzt nur eine Pistole, aber trotzdem. Ich meine, das ist Runde 23 und ich spiele mit einer Knarre. Weil sie einfach nur geil ist. Zieht euch das rein. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen. Scheiße. Okay. Wenigstens die SLDG haben wir ja noch, falls irgendwas schief geht. Boah, Alter. Scheiße. So. Ich werde jetzt einfach mal. Das siehste. Boah, Alter, wie schnell die Punkte auch raisen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich verwende viele Anglizismen und ich bin auch stolz darauf, weil ich bin jemand, der englischen Sprache mächtig ist, glücklicherweise. Es gibt ja viele, die von dieser Fähigkeit verschont bleiben. Hättet ihr wohl gerne. Vor Runde 24 holt ihr mich nicht. So. Warte, aber die Waffe, die ist geil, jetzt mal im Ernst. SLDG haben Air und 5-7 gepuncht, beides kann ich nur empfehlen, also. Also Ultra und SLDG haben er auf jeden Fall auf Nuketown Zombies. Sehr wichtig als Waffenset. Weil mit der Knarre kannst du den Zombies auch nur den Kopf wegballern. Das kannst du mit einer normalen Knarre eigentlich nicht. So, was haben wir noch übrig? Ja. Mal schauen, was mal. Ach, weißt du was? Kannst mich mal im Arsch lecken? Hehe. Siehst du? Oh. Lappen. Siehst du? In your face. So wird, glaube ich, langsamer Zeit, irgendwie, dass ich in ein paar Minuten noch den Song aktiviere von Samantha. Also den Teddybär-Song, den muss ich auch noch reinhauen. Okay, machen wir das dann noch irgendwann. Runde 24 auf Nuketown Zombies, also auf Original ist das schon nicht schlecht, habe ich gehört. Der liebe M-Core, der ist auf dieser Runde verreckt. Auch ein deutscher YouTuber, der sich des Zombie-Modus bemächtigt hat und auch sehr, sehr gute Videos darüber gemacht hat, muss ich wirklich Respekt aussprechen. Gut gemacht, M-Core, alias German Elite Army. Aber wir wollen heute etwas weiterkommen. Ein Stück jedenfalls. Und vielleicht schaffen wir das ja.
Na siehst du, jetzt ist wieder. Boah. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Och nee, och nee, och nee, och nee. Komm, 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 komm. Irgendeine Innovation, irgendeine Idee brauchen wir jetzt. Okay, ich denke, das hat sich mittlerweile erledigt. Da sind wir gut wieder rausgekommen. Okay. So ein paar Zombies haben wir noch übrig. So. Ihr wisst ja, Mob, ne? Ist ja immer so eine Menschenmenge, so ein Mob, ne? Deswegen, wenn ich die Zombies immer so, wenn ich dann im Kreis laufe und die Zombies, die versammeln sich dann zu so einem Mob, dann nenne ich das immer Mobbing, ne? Es ist so ein schöner Ausdruckbegriff dafür. Verdammt. Nee, aber jetzt mal im Ernst, Mobbing ist der letzte Dreck, also das Richtige, jetzt nicht das, was ich mir gerade ausgedacht habe. Mobbing ist wirklich der letzte Dreck und wir haben die Raygun. Ja, dann kannst du auch noch... Wow. Warum geht die jetzt auf einmal so ab? Jetzt mal im Ernst, vorhin hat die uns einen Scheiß gebracht und auf einer höheren Runde bringt die auf einmal wieder was. Das ist doch unlogisch. Wollt ihr euch jetzt ernst... Also, will einem das Spiel jetzt ernsthaft versichern, dass man mit der Raygun auf Runde 300 eventuell besser zocken kann als auf Runde 148? BZW, wenn man auf Runde 300 zockt, dann sollte man einfach sterben, ganz ehrlich. Man sollte sich einfach das Leben nehmen. Weil wer bis Runde 300 kommt, der hat wirklich kein Leben. Ich habe mir das mal ausgerechnet, es gibt da so eine Seite. Steht drauf, also Quelle kann ich jetzt leider nicht angeben, habe ich schon wieder vergessen, wo ich das her habe. Auf jeden Fall stand da halt, wie lange man brauchen würde, ne, für Runde 300. Und da musst du so 600 Tage durchzocken oder so, habe ich mal gehört. Naja, auf jeden Fall, Runde 148 soll angeblich schon, ich glaube, 3 Tage am Stück dauern, aber das ist ja, also mit jeder Runde dauert es ja auch länger, weil halt immer mehr kommt und irgendwann ist dann auch Schluss mit lustig, dann bringt dir das einen Scheiß. Weil, was zum Beispiel auf Kino der Toten, ab Runde 30 weißt du da gar nicht mehr, was du machen sollst, weil keine gepanschte Waffe mehr gut genug ist, um dich durchzubringen. Du weißt einfach nicht, wie du überleben sollst. Und gerade das ist die Schwierigkeit daran. So, ich bin gerade wieder im Killergarten. Ne, aber zum Glück nur ein Zombie da. So, ich mach mal eben noch Pack-a-Punch und auf der nächsten Runde, ne, da ist ja, da die Map ja zeitgleich mit Moon spielt und Richtofen ja auf Moon in dieser Sekunde dann, also wo, das erzähle ich euch gleich, auf jeden Fall Richtofen übernimmt dann die Kontrolle über die Zombies und Samanthas Geist kommt in Richtofens Körper und dadurch, wie gesagt, Richtofen hat die Kontrolle über die Zombies, das ist der jetzt gerade lacht. Da gibt es zwar nichts zu lachen auf der Map hier, aber trotzdem. Auf jeden Fall, dann bekommen die Zombies, wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, die Zombies haben im Moment noch gelbe Augen, dann bekommen die Zombies blaue Augen. Aber dann wird es auch irgendwie ein ganzes Stück schwieriger. So. Naja, auf jeden Fall werde ich nächste Runde erstmal nochmal den Song reinhauen, also den Nuketown Zombies Teddy Bear Song. Und ja, mit der gepanschten Raygun gucken wir jetzt mal, wie wir das machen. So. Adios, amigo. Oh, wunderbar, da ist noch die Kiste. Und mit 28.850 Punkte weiß er echt nicht mehr, was du machen sollst. So. Ah, komm, die wunderbare 5-7 haben wir hier auch wieder. Ne, ich nehme meine Claymore nochmal mit. Pack die hier hin, dass der da nicht. Nee, hier. Dass er da nicht durchrennt. So, hier kommt noch eine hin. So, Kiste. Ich hoffe, wir kriegen jetzt eine gute Waffe. Ach komm, wunderbar, alter RPD. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Wurzelwaffe soll. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es keine schlechte Waffe. Ich sag immer Wurzelwaffe, ich weiß auch nicht wieso, ich finde das einfach so lustig. Doppelte 5-7. Kannst du dir in den Arsch schieben, Scheißkiste. Dabei hat die Kiste nicht mal einen Arsch, das ist ja noch gerade das Lustige daran. Aber hier ist auch Krisensitzung auf Newtown manchmal. Also, ja, das Höchste, was ich bisher hatte, war, als ich an einem der ersten Tage, wo ich gezockt habe, also wo die Map auf der PS3 gerade neu raus war, da habe ich mit zwei anderen zusammen, die wirklich Overpro-Gamer waren, bin ich bis Runde 28 gekommen. Da bin ich aber auch etliche Male verreckt, weil es war einfach schwierig, mit der dreifachen Zombie-Menge auf dieser Map zu überleben. Vor allen Dingen läufst du ja, also wir laufen ja hier fast nur Runden mittlerweile noch in dem anderen Garten.
also in dem WZW, was heißt anderen, wir laufen in dem großen Garten, also da, wo man richtig schön die Zombies verarschen kann. Ich sag immer verarschen, wenn man einfach immer so um die rumläuft, dann noch ein bisschen Zickzack und so, hast du nicht gesehen. Hellsatz. Von der Waffe hast du aber ziemlich schnell satt. Nee, aber jetzt mal im Ernst, die Waffe ist auch ziemlich geil, aber es gibt immer noch Waffen, mit denen ich lieber zock. Müssen wir mal gucken. Raketenwaffe auf jeden Fall nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall, ab einer bestimmten, also ab einer bestimmten Runde kommt ihr dann, wenn es Zombies für drei Mann halt sind. Also man kann ja schon in einem anderen Garten, also in einem kleineren, kann man fast nicht mehr überleben. Also nur noch, wenn man Affen hat und. Nee, eigentlich geht das schon fast gar nicht mehr. Das geht wirklich schon fast gar nicht mehr, da zu überleben. Das ist einfach zu schwer. Naja, und wenn man dann halt dreifach Zombie-Menge hat, dann kommst du ja einfach nicht mehr klar. Weil du weißt nicht, wo du hin sollst. Nach einer Zeit, ich meine hier, okay, am Anfang, wenn du das, wenn du den Lastkraftwagen, den LKW, es gibt ja auch immer so einen Witz da, so, also LKW halt, Mehrzahl ist auch LKW, ist nicht LKWs, weil Lastkraftwagen heißt ja LKW und da hängt man dann kein S dran, sonst wäre es ja Lastkraftwagens. Oh, da ist der verreckt. Na gut, wie ich euch versprochen hatte, sobald ich den ersten Zombie sehe, wie wir das schon bei Part 1 gemacht haben, boah, geiles Visier. Sobald ich den ersten Zombie sehe, haue ich den Song rein und dann sehen wir uns nach dem Song wieder. Und dann werden wir noch schauen, was noch so passieren mag. Jo, hier hängt immer noch die gute alte B3R. Jo, hier ist wieder die Kiste. Ja. Okay, lange dauert's nicht mehr. Okay, let's go. Yes, Samantha, I hear the voices. Und zwar die Zombie-Stimmen. Und man merkt hier schon, wenn man mal genau hinguckt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Blaue Augen haben die Zombies jetzt. Runde 25, das ist so ein Easter Egg, was Treyarch eingebaut hat. Dachten sich wohl, das wäre ziemlich lustig für die Spieler. Ganz ehrlich, ich find's auch lustig, muss ich echt mal sagen. Respect, Bro. Wie geil die sich verarschen lassen. Nein! Nein, jetzt werde ich verarscht. Oder nicht? Ach, immer schön auf Kopfhörer zielen und passt auch. Boah, scheiß Elsat, Alter. Ist so behindert nachzuladen. Ich meine, guckt euch mal an, wie schwul die nachlädt, ey. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt auch wieder nichts gegen Homosexuelle. Schwul ist hier einfach nur ein Wort, was wir als Dingens benutzen. Als Satzfüllerwort. Ist jetzt nur so dahergeredet. Boah, Alter. Ja gut, wir haben auf jeden Fall die 25 auch geschafft, ne? Ist gute Aussichten, auf jeden Fall noch zur nächsten Runde zu kommen. Na, komm schon. Wer ist denn? Ach so, ich höre ihn schon. Ich versuche nochmal bessere Waffe zu kriegen. Ja, und wir sind immer noch bei 26.000 Punkten. Verkrüppeln können wir den aber nicht so leicht. Lässt das nicht mit sich machen. Oder? Mit ein bisschen Glück und Nachdenken, vielleicht. Okay, ich versuche mal so. Ich stelle mich mal mit da rein. Ey, Alter. Warum kann ich dich denn nicht verkrüppeln? So, jetzt hängt die Granate aber an die fest. Und nee, hängt sie nicht. Scheiße. Mal schnell nochmal in die Kiste, bevor er. Boah, Junge, jetzt verpiss sie doch mal. Alter.
Diese scheiß Gesichtsgrätsche. Da kriegst du ja einen Rappel bei sowas. Oh, ey. Scheiße. Oh, Junge, im Ernsthaft, ey. So, jetzt mal eben noch ein paar Semtex-Granaten geholt. Boah, Alter, willst du mich verarschen oder was? Ja, super, ja. Ist der durch die Claymore gerannt? Scheiße, jetzt habe ich vergessen, dass die da ist. Boah, dann bin ich aus dem Lappen gewesen. Jetzt habe ich gar nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich überlebe. Sieht dünn aus. Elsa bringt's einfach nicht. Jetzt lege ich schon die Claymore weg. Ach, scheiß drauf. Wir müssen uns eine innovative Überlebensstrategie ausdenken. Ey. Boah. Boah, Junge, Junge, Junge. Boah, wie schnell die schon wieder auf die Map kommen, ey. Das wird doch immer schneller. Und nach Runde 25. Boah. Nach Runde 5. Ah! Okay, wir sind down. Wir sind down. Sieht denn aus, Leute. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, Daumen drücken, dass wir es nochmal zum Juggernaut-Automaten schaffen. Denn es ist wirklich dünn gerade. Ohne jegliche Perks hier noch zu überleben auf Runde 26. Und vor allen Dingen im wunderbaren kleinen Terrorgarten. Ja, und unser Leben neigt sich hier schon dem Ende. Das sieht man hier wunderbar. Also wenn ich jetzt... Na, nein, ihr kriegt mich nicht. Nein, ihr kriegt mich nicht. Nein, 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 ihr kriegt mich nicht. Jetzt haben sie uns. Scheißdreck. Boah, Alter. Boah, bin ich abgegangen. Runde 26, jetzt mal ganz im Ernst. Krass, Alter. Na, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es das getan hat, bitte einen Daumen nach oben geben oder irgendeinen Kommentar schreiben. Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Danke fürs Zusehen.